Liquid Mana. Und oben links gespawnt als lila Terraner. Das ist QXI. Ja, QXI auf dieser Map hatte ich ja schon mal Lotus im Fokus gezeigt. Mit Liberatern richtig ausgerastet. Also hat der Hastin völlig zerberstet mit der neuen Einheit. Jetzt bin ich mal gespannt. Game ist eine Woche alt circa oder zwei Wochen. Ob er hier immer noch Liberator spielt. Oder ob die Protoss da quasi ein Mittel dagegen gefunden haben. Er wird auf jeden Fall auch mal, ähnlich wie I guess, wird er hier Reaper Opening machen. So wie es aussieht. Oh, vielleicht auch nicht. Also der Scout ein SCV. Den würde man, glaube ich, nicht losschicken, wenn man da einen Reaper baut. Wobei das Gas-Timing doch schon sehr stark nach Reapern aussieht. Ich bin ein wenig verwirrt, muss ich sagen. Take the Four of Rocket Beans. Wie das denn, Krönung? Ah, gibt einen Reaktor. Siehst du mal, kein Reaper. Und SCV wird dir das Scouten übernehmen. Zwei Gas, die mir schon von Mana. Könnte ich mir Oracle ganz gut vorstellen als Opening. Hat auch schon seinen Nexus angedrückt. Und ja, baut hier fleißig weiter Pylonen in seine Base. Auf der anderen Seite kriegt die Probe auch den Full Scout ab. Also hat er schon die CC gesehen, auch den Reaktor. Und kann jetzt hier noch ein paar SCVs rannibbeln. Und Adepts gibt es hier von Mana. Also ähnlich wie bei TT1. Aber TT1 hat wirklich massig Adepts gespielt. Also untypisch, finde ich. Habe ich noch keinen anderen Protoss so gesehen, der es so hart drauf angelegt hat. Also als Tanks ziemlich nützlich. Aber so als Core, ich weiß nicht. Hat, glaube ich, zu viele Schwachstellen, der Adept. Und ja, Scouting-Einheit auf jeden Fall sehr gut. Was macht eigentlich der Targa in dem Boot, Kappa? Targa? Ach da. Ja, ich hab mich. Wenn man alleine auf der Couch sitzt, dann, dann kann man sich eigentlich gar nicht die Wortstatistiken da konzentrieren auf unserer Homepage. Oh, Adept hier gegen vier Marines. Nimmt schon mal den ersten raus und hat nur Schilde verloren. Und geht jetzt vielleicht noch in die Main sogar. Am Bunker vorbei. Oh, ne, wird gecancelt. Wollte dann nur scouten. Warum sagst du immer I guess für Aegis, Marius? Weil ich dafür mal richtig hart geflammt wurde, unter anderem auch für Herr Sivane Bovo. Ich habe nämlich früher immer Aegis gesagt. Und deshalb sage ich jetzt immer I guess. So, habt ihr jetzt die Information. Und jetzt geht's hier tatsächlich in die Main am Bunker vorbei. Und das könnte teuer werden hier für QXI. Erster SCV fällt, Marines sind natürlich auch noch Two-Shots. Oh, fünf Marines jetzt. Micro, Mana, Micro. Schöner Pullback hier von den Adepts. Und die SCVs nehmen da den ersten Adept raus. Der zweite Adept kann nochmal die Marines klären, aber für mehr reicht's nicht. Trotzdem ganz gut gemacht. Und hier sehen wir das Oracle, das ich vorhin angesprochen hatte. Und Cyclone wird hier gebaut von QXI. Cyclone aber natürlich keine Air Attacks ohne Upgrade. Also es gibt hier ein Tech Lab. Ein Upgrade für die Factory, dass die Cyclones auch Air-Units angreifen können. Tja, und eigentlich spielt der QXI gerne so einen Cyclone-Marine-Push. Er hat nur gerade die Hälfte seiner Marines verloren und hat jetzt gescannt. Sieht hier aber gar nichts, sieht zwei weitere Gateways und weiß hier einfach nichts von einem Stargate. Baut jetzt die eBay, aber die könnte zu spät sein, denn Oracle ist ja schon in der Main. Viele Marines wurden schon hier gecleared. Trotzdem reichen die gerade noch so aus, um das Oracle zumindest schon mal in die Flucht zu schlagen. Und jetzt sehen wir weitere Marines. Und das zweite Oracle ist schon auf dem Weg hier für Mana. Wird aber nicht gechrono-boostet. Und das Turret, das könnte jetzt jeden Moment fertig werden. In der Natural aber noch kein Turret im Bau. Da werden die Marines wohl defenden. Wir wieder meinen jetzt. Da bleibt das zweite Oracle. Ah, geht zur dritten Base hier. Ich würde mich auch mal freuen, wenn wir hier die Stasis-Minen sehen. Oh, jetzt geht's hier in die Natural. Die Marines stehen ein bisschen out of position. Gibt eigentlich keinen Grund mehr, die hier an der Rampe zu lassen. Die könnten eigentlich direkt in die Mineral Line. Jetzt gibt's hier nochmal Scout in die Main Base. Und den einen oder anderen SCV-Kill.
Oh, die Widowmine habe ich gar nicht gesehen. Das Oracle auch nicht, so wie es aussieht. Und räumt hier ordentlich ab. Und ich frage mich, ob vom Timing her QXC sich denken kann, dass das Target geproxied wurde. Denn, also er geht auf jeden Fall mal scouten. Ja, also krasser Read hier von QXC. Hätte natürlich auch sein können, dass das Target einfach in Mana's Base gebaut wurde. Da geht's direkt auf den Pylon und dann war's das mit den Air-Units. Mana hat aber nicht geschlafen, hat ja schon währenddessen auf Blink getaggt. Ein Oracle ist natürlich noch am Leben und hat auch richtig viele Gateways. Robo kommt jetzt mit dazu. Ja gut, richtig viele ist übertrieben, 3 Stück. Aber Blink ist gleich ready, dann können die Stalker hier wieder zaubern. Und richtig gut traden gegen so eine kleine Terran-Armee. Hier gibt's nochmal einen Pylon für Stargate, will noch nicht aufgeben, will noch weitere Units bauen. Und jetzt gibt's hier einen kleinen Blinkstalker-Go. Auf der anderen Seite sehen wir dann noch einen Robotics-Bay mit dazu. Also wird vielleicht Disruptor geben. Noch mit der Stalker-Armee. Oh, Widowmine lockt hier auf den Stalker, der weggeblinkt hat. Wurde aber rausgesniped hier, die Widowmine. Stalker blinkt zurück, schönes Micro hier von Mana. Nimmt den Bunker noch raus. Und das wird ein knapper Fight, glaube ich. Mit gutem Blink-Micro kann Mana das hier reißen. Hier, der Cyclone kommt nochmal mit dazu, wird dann repaired. Schönes Micro aber von Mana. Macht hier wirklich einen guten Job, nimmt den Cyclone raus. Könnte den Marauder snipen und jetzt noch 2 Banivacs. Aber da sind noch so viele Stalker übrig. Da hat QXC, glaube ich, nicht mehr genug. GG schreibt er und Mana macht hier das 1:0 mit einer interessanten Strategie. Also die Adepts einfach die Marines rausgesniped, die normalerweise für Oracle Defense da sind. Und das hatte QXC nicht kommen sehen. Also richtig, richtig schön gemacht vom Mana. Und ich bin gespannt, ob der QXC was ändern wird jetzt auf Map 2. Ich nehme nochmal einen Schluck Wassereis hier. Danke, Mac, D-Team, für das Wassereis. Take the Four hat sich auf jeden Fall gefreut. Auch alle Azubis und Mitarbeiter, die gerade noch im Haus sind, bedienen sich sehr fleißig an diesem Eis. Und es hilft. Ja, aber wir können mal ins Game gehen. Ihr hört vielleicht auch schon den Sound. Oben links gespawnt. Als lila Terraner, schon wieder lila. Es ist QXC. Und oben rechts als roter Protoss Liquid Mana. Ja, das sah auf jeden Fall sehr solide aus, was Mana gerade gemacht hat. Es war ja nicht mal so, als wäre der Stalker-Push irgendwie ein All-In gewesen. Also, er war auf 2 Base, er hatte Robo-Bay in Bau. Also Disruptor wäre noch mit dazugekommen. Und trotzdem hat der QXC einfach aus dem Leben geschossen mit den Stalkern. Und eigentlich ist das nur so ein kleiner Poke, denn der Poke soll den Terran halt dazu zwingen, in Defense zu investieren, vielleicht nochmal ein paar Units zu verlieren. Aber das Spiel beenden muss nicht mal sein. Er hat es trotzdem gemacht. Also QXC muss sich da auf jeden Fall was anderes einfallen lassen. Und mal gucken, was er sich hier einfallen lässt. Gibt es auf jeden Fall erstmal den Scout in die falsche Richtung. Also nach unten links, während Liquid Mana auch den Last Scout abbekommen wird. Aber er hat früher angefangen und die beiden Arbeiter werden sich hier gleich in die Quere kommen. Und wenigstens Mana hat jetzt schon mal eine Confirmation, wo der gute QXC steckt. Jetzt wieder Cybernetic Score, diesmal nur ein Gas. Also, oh, ich weiß nicht, das ist glaube ich schon zu spät für Stargate. Ich glaube, bei 2 Minuten, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also normalerweise ist das Gas, glaube ich, früher da, wenn man da direkt Oracle Opening spielt. Aber hat er gerade eben auch erstmal 2 Adepts gebaut, bevor Proxy Stargate kam. Dem bin ich mir nicht so sicher. Oh, Depot wurde hier vergessen. Und die Probe scoutet die beiden Racks. Hätte das Depot hochgemacht, hätte die Drohne halt außen rumfahren müssen und der Marine hätte die dann quasi davon gehindert, die zweite Rack zu sehen. Aber Kleinigkeiten in dem Fall. Jetzt habe ich Bock auf Wassereis, Lipax. Ja, wenn nicht. Wassereis richtig geil. Oh, da geht's
mit dem Geist hier auf die Rampe. Aber wird da sehen, da gibt es kein Durchkommen. Cancelt auch sofort wieder. Ja, und früher gab es Games, wo ein Adept so das Spiel beendet hat. Mittlerweile haben die Terraner natürlich dazugelernt und wissen, was man dagegen zu tun hat, nämlich eine Wall bauen. Da haben sie Zergs aber schwerer mit der Wall. Möchte ich nur mal kurz dazwischen werfen, so als kleines Balance-Kommentar, so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl als Zerg. würde ich mir auch wünschen, wenn die so eine schöne Wall bauen, die ich hoch und runter klappen kann. Aber jetzt geht's hier in die Natural. Zwei Adepts wollen hier wieder regeln gegen die Marines. Oder ein Adept sollte gemicrot werden, aber steht hier auf der Klippe und fällt letzten Endes wie Gandalf. Jetzt geht's hier auf die Marines und es sind nicht mehr genug Marines, um den Adept rauszunehmen. Jetzt werden sogar SUVs gepult, aber der Schatten wird nicht gecancelt. Kann hier nochmal ein SUV raussnipen und ist jetzt hier gefangen und geht down. Aber ich glaube, der Poke, der macht sich... Ich glaube, der Poke, der klappt einfach jedes Mal. Warum bist du so rot, Timo? Ist ein Sonnenbrand oder so? Okay. Es wird weitere Adepts geben. Oh mein Gott, die Wall sitzt nicht. Und jetzt hat der QC ein richtig großes Problem. Widowmine ist im Bau. Aber die ist noch nicht rechtzeitig da. Jetzt geht's hier auf die Marines und ich glaube, da sind zu viele... Oh, er backt hier ein bisschen rum. Er kriegt nicht die Marines rausgesniped. Auf die sollte er eigentlich gehen. Aber ich glaube, es reicht doch so. Also er hat seine Echse am Laufen. Das ist kein völliges Commitment hier von Mana. Der macht schon so viel Schaden. Die Mules sind auch nicht am Main. Führt jetzt um 12 Probes und das war's schon wieder. GG. Ich weiß auch nicht, was die da alle machen. Warum sterben die alle so einfach gegen Adepts? Ist ja richtig krass. Die Games sind auch richtig kurz. Ich will nicht, dass der Tag so schnell vorbei ist, denn wir sind noch lange nicht beim Subscriber-Ziel. Ist ein bisschen schade. Ja, Hashtag Sellouts. Tja, was machen wir denn da? Im Chat gab es leider auch nicht so viele Vorschläge, für was wir subscriben würden. Zum Beispiel könnte ich meinen Körper hier ein bisschen prostituieren für Subscriber. Also ich bin offen für eure Kommentare. Hast du eigentlich das Video gemacht? Nicht? Der hört nicht auf zu reden. Ich habe in 2 Stunden, habe ich 8 Sekunden. Okay. Tja, schade. Dann klappt es wohl nicht. Aber oh, was ist denn jetzt los? Erdbeben? Das bin ich. Yo, Hip-Hop, R3Z, what's geht up, boy? Akro Berlin. Halt die Fresse. Nicht? Okay. Gottfürst Fausthart, Marius, kannst du jetzt endlich mal Lob annehmen? Ja, ich nehme gerne Lob an. Danke für alles Lob. Lob hält mich am Leben. Was machst du, Timo, ey? Ist das ein Herzinfarkt? Ja, sowas passiert, wenn der Chef nicht da ist, ey. Haben wir direkt sturmfrei und dann passiert sowas. Soll ich die Videos löschen, Timo? Oder ist es nicht peinlich? Ja, ist egal. Okay. Wenn das deine Kameralehrerin sieht, in der GSO, ne? Ja. Alles vorbei. Fliegst du direkt durch. Mario sieht aus wie Papa-Schlumpf, aber sensibel wie Schlumpfine. Gollum-Hype. Warum heute so ambitioniertes Sub-Goal? Hab ich doch gesagt, ich will beweisen, dass ich auch ohne Dennis und Silvano Subs holen kann. Aber bis jetzt klappt es nicht so gut. Ja, vielleicht braucht man doch Dennis und Silvano. Geht es so, dass Adepts kontrollisiert sind. Naruto hat Geburtstag, das ist richtig. Könnten eben Ständchen singen. Könntest du auch sein lassen. Ich habe mir schon gratuliert. Hast du ihm gratuliert?
Nee, noch nicht, weil ich dachte, der kommt vorbei heute. Ah, der durfte ja dann Tatsache zu Hause bleiben. Wir können schon mal in Game gehen. Lol, boah, da kennt einer die GSO in Köln. Ja klar, die GSO in Köln. Ja, sicher. Hallo, ist unser Represent. Ja, ist unsere Heimatschule. GSO, yeah. Georg Simon Ohm, Gangsters. Ja. Widerstand ist Resistance. Was? Widerstand ist Ohm. Nicht gut, ich hätte es gut. Oh mein Gott. Alter, was ist das für ein Ding? Du bist doch Legacy of the World-Experte, dachte ich. Ja, nee, ich kann nur Creeps spreaden. Achso, das ist ein Adept, heißt er. Das ist eine Probe, das ist ein Marine. Ja, da, so weit komme ich ja. Was ist ein Adept, Junge? Das ist die neue Protoss-Einheit. Richtig tanky, aber macht nicht so guten Schaden, außer gegen Light-Units. Was ist das da, was er da macht? Das ist der Schatten. Da kann er sich hin teleportieren, wenn der Countdown abgelaufen ist, kann man aber auch abbrechen. Okay. Also ist wie Phantom Lancer mit Illusion anstatt Lanze, so ein bisschen. Ja. Um es in deiner Sprache. Macht so voll keinen Sinn. Okay. Ich weiß, mir ist nichts eingefallen. Gibt's in Dota nicht, ne? Jemand, der zu seiner Illusion teleportiert. Spektre, Ulti. Morphling, ja. So recht, ist mir nicht eingefallen. Na gut. Schule ist doch in Gremberg. Das ist Köln. Also. Wir können jetzt hier kleinlich werden. Oder auch nicht. Adepts machen wieder einen guten Job, muss man sagen. Duke sieht der ersten beiden Games ziemlich hart verloren gegen Adepts. Bloß einfach Sylvanas Frostmourne unter 1 Subs. Nice, neuer Sub! No Bombs. Subscribed. Sicker Dude. Ich kann schon mal so viel verraten. Egal wie viele Leute subscriben, ich mach noch einen Stream danach. Ob das jetzt ein Barbie-Playthrough sein wird oder ein Letter-Stream, das ist dann halt so die Frage. Aber ich werde danach auf jeden Fall noch nicht oft gehen. Und wir haben ja noch richtig viele Matches hier. Du könntest eine Pressekonferenz machen zu deinem neuen Track. Livestream. Pressekonferenz? Ja. Was soll ich da für Fragen beantworten? Eine kleine Release-Party. Nee, den will ich ja noch nicht releasen. Außer es sind 1500 Subs da. Oh, jetzt geht's hier in die Main. Elevator Drop hier von Mana. Holt hier alle Adepts in die Main. Oh, der Cyclone, der sollte nicht sterben. Nimmt hier schon mal den ersten Adept raus. Da gibt's die Schattenarmee. Aber die Marines pushen hier einfach nach vorne und Mana verliert hier schon richtig viele Adepts. 3 Stück noch übrig. Die können natürlich trotzdem SCVs rausnehmen ohne Ende. Aber ja, Mana ist doch schon fast wieder dran. Trotz des großen Investments hier mit Warpress und mit Adepts. Habt ihr hier noch 2 Probes weniger als QXE SCVs. Und sein zweiter Nexus steht auch gleich. Ah, jetzt gibt's hier Main und Natural Go vielleicht. Aber in der Natural ist noch gar nichts. QXE hier sehr defensiv aufgestellt. Also hat aus dem ersten Games gelernt. Will erstmal sicher stehen, dann expandieren. Aber so. Mit World Prism, lade ein. Richtig, so wird das nix. War schön gemacht hier von Mana. QXE kommt gar nicht dazu, aus seiner Mainbase zu gehen. Natürlich auch voll saturiert hier in seiner Main. Ah, da wird die Wall nochmal hochgemacht. Ah, der SCV! Ah, teleportiert hier die Rampe hoch, habe ich nicht so ganz verstanden. Hat wahrscheinlich einfach vergessen, abzubrechen, die Schatten. Der SCV hat überlebt. Hat sich so gedacht, nicht bewegen. Wie bei den Raptoren in Jurassic Park. Nein, das war kein Spoiler aus dem neuen, den habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Sollen wir zusammen gucken. Aber nicht im Kino, das kostet mir zu viel Geld. Ja. 15 Euro. Lieber auf einem legalen Streaming-Service, für den man zahlt, ne? Ich habe Netflix. Ja. Nur, dass du dich schon mal freust, wenn wir zusammen, falls wir zusammenziehen. Falls wir eine Wohnung für haben. Die Alternative ist, dass wir beide obdachlos werden. Wir könnten dann Crowdfunding-Aktion starten. Eine Wohnung für Timo, Marius und Basti, weil sie im Juli eine brauchen und noch keine haben. Falls ihr Immobilienhändler in Krefeld seid, meldet euch bei uns. Das Ganze nennen wir dann... Wie nennen wir das dann? Pimp the Baus? Na, es ist ja nicht pimpen, so, es ist ja, du musst erstmal was haben. Find the House. Ja. Oh Gott, ey. Ich will nicht obdachlos werden, Timo. Please no bridge. .com. Nicht zu verwechseln mit pleasenobitch.com.
Was ein Appell an deine Mutter ist. Ach, Timo. Komm, geh weg von der Couch. Okay, alles klar. Bist wieder am Rumarren. Ich weiß auch nicht. Der Timo ist so ein lieber Kerl, aber auf der Couch kann er sich einfach nicht zusammenreißen. Ich liebe euch alle. Da fehlt ihm so das Gehen. Also der ist ja biologisch einfach nicht gemacht dafür. So. Ja, aber die Mana probetechnisch immer noch ein bisschen hinten. Und ich glaube, QXC ist einfach so hart defensiv aufgestellt. Hier auch schon zwei Bunker, in der Main noch ein Bunker und Cyclone steht auch schon ready. Ich glaube, ja, Ego-Schaden kriegt er auf jeden Fall. Also da steht er ein bisschen out of position. Oh, jetzt eine Wiedereinlademana. Richtig, richtig gut gemacht. Da gehen halt wieder richtig viele SUVs down. Auf der anderen Seite, hier kann er nicht pushen. Oh mein Gott, das Warp Prism kommt nochmal weg. Und die Marie. Und nimmt hier noch ein SUV raus. Oh, wir sind jetzt hochgeblinkt in die Main. Und die Cyclones sind jetzt dran, aber schöner Tankdrop hier. Und ein spannendes Game hier. Richtig viel Multitasking am Start, obwohl die beiden erst auf 2 Base sind. Und dann nimmt er nochmal ein SUV nach dem anderen raus. 50 Probes jetzt, also 10 Probes ist er hier vorne. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. QXC wieder richtig viel Schaden genommen. Kommt gar nicht mehr klar. Also bleibt extra auf 2 Base, will defensiv stehen. Und wird hier auseinandergefräst. Scannt jetzt. Der Scan ist ja merkwürdig. Scannt hier seine eigene Base. Frage ich mich, wenn er wissen wollte, ob hier Stalker stehen. Warum hat er nicht da unten gescannt? Und jetzt gibt es hier die ersten Disruptor von Mana. Brauchst ein bisschen Ritalin für deine Zwänge. Gibt's es legal? Einfach? Ohne Rezept? Ritalin? Das würde mich immer interessieren. Nicht? Okay. Ich hab mal gelesen, es gibt irgendeine Lerndroge, wo die Studenten, ich glaube in Amerika, sich tagtäglich reinpfeifen, damit die richtig hart konzentriert sind den ganzen Tag. Und, davon habe ich in Deutschland aber noch nie gehört. Ritalin ist ja sowas ähnliches, glaube ich. Glaube ich aber nur. Das ist nur Halbwissen. So. Jetzt gibt's hier wieder Adept Harassment. Warplosm hat die hier schon abgeladen, aber auch zurückgelassen, also die werden gleich sterben. Aber komm noch mal in die Mainbase. Und auf der anderen Seite gibt's jetzt hier auch ein kleiner Drop. Aber die Probes sind noch gar nicht da. Und Mana steht ja auch nicht so weit weg. Ah, Warplosm kommt hier sogar noch mal zurückgeflogen. Hat jetzt zwei Warplosms. Da wird nach vorne geblinkt. Und ja, QXC verliert seine gesamte Armee. Und die Armee sieht aber auch ganz schön bedrohlich aus. Also vor allem mit dem Tank im Medivac. Kann er da auf jeden Fall schön viel Schaden anrichten, ohne den Tank zu verlieren. Oh, Disruptor! Disruptor! Warp Prism geht down! Das war richtig teuer. Und der Time Warp, der sitzt nicht. Wie immer. Oh mein Gott. Disruptor, ohne irgendwelchen Schaden gemacht zu haben, zu verlieren. Das ist richtig teuer. Aber er hat wieder einen. Der muss nur einmal gut connecten. Quasi hier so auf Max, Damage. Dann ist er wieder mit dabei im Spiel. Jetzt gibt es hier Arkans und ein Koloss wird gebaut. Haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Seit dem Nerf. Trotzdem. Nein. Also, das Raptor will er droppen. Er will ja nicht zu Hause haben. Einladen! Schön gemacht von Mana. Richtig schön gemacht. So kann auch nichts schief gehen, wenn man das Warp-Prism so gut einsetzt dabei. Aber das Raptor jetzt auf Cooldown. Das könnte QXC jetzt nutzen, um sich nach vorne zu pushen. Oh, der Disruptor kriegt hier schon mal ein bisschen Schaden. Hat doch keinen Charge mehr. Jetzt geht's hier drauf auf die Tanks. Der zweite Charge vom Disruptor. Wo sind die Splits, QXC? Oh, da verliert ihr alle Tanks und die Bio-Units. Und der Disruptor überlebt sogar. Richtig schön gemacht hier vom Mana. Oh, lad ein. Oh, warum hat er ihn wieder ausgeladen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird der Push hier komplett vernichtet. Tja, das hat sich QXC bestimmt anders vorgestellt. Und im Supply sind sie jetzt even. Mana hat hier wieder eine Tech-Unit mit am Start. Schade, dass er den Disruptor verloren hat. Den hätte er natürlich retten können. Könnt ihr bitte den Streamheller machen? Es ist so dunkel. Es ist echt immer diese Map, ne? Oh.
Also den Kontrast haben wir schon auf weniger gestellt, aber trotzdem scheint ihr euch immer noch zu beschweren. Aber vielleicht, also ist ja nur einmal diese Map und beim nächsten Mal stelle ich einfach den Gamma-Wert hoch, extra für diese Map. Dann wird es wahrscheinlich auch besser aussehen. Naja, ansonsten, Mana stabilisiert sich hier wieder. Geht hier weiter auf Upgrades und obwohl er halt richtig viel in frühes Harassment und Warp Prism Drops und so steckt, sieht man, dass seine Main-Armee halt trotzdem nicht wenig ist. Also ich glaube, Yuxi wird da seine Probleme kriegen. Vor allem, weil er noch keine Vikings hat. Der baut jetzt lieber Liberator. Und das könnte nochmal ein spannendes Spiel werden. Denn ein Koloss reicht, glaube ich, noch nicht aus hier gegen die Bio-Force. Und die Stalker ist natürlich immer so eine Sache. Wenn man mit Stalkern die Übermacht hat, kann man da mal drauf blicken. Wenn nicht, dann verliert man halt alle Stalker. Instant Disruptor Hit von hinten, aber schönes Einlademanöver von QXC. Das war ja richtig knapp, ey. Kommt er da einfach aus der anderen Seite angedüst und ist ready for action. Aber schöne Reaktion von QXC. Boah, da ging mir richtig ein bisschen hier mein Herz flattern. Da war ich schon gespannt. Da hätte das Game auf jeden Fall beenden können. So, aber alles noch drin jetzt. Er pusht jetzt hier über die Map. Proxy Pylon wird auch gebaut. Hat hier zwei Disruptor. Warp Prism. Nee, es muss der Kontrast sein, weil die Gamma auf anderen, also die Helligkeit auf anderen Maps halt korrekt ist. Nur auf dieser Map, also da die Farben halt so intensiv sind, wird sie halt durch eine falsche Sättigungseinstellung oder eben Kontraste noch intensiver, wie sie sowieso schon sind. Das Schwarz wird schwärzer und das Gold müsste auch ein bisschen goldener sein. Aber nochmal zurück zum Spiel. Jetzt geht's hier drauf mit Marauder und Disruptor Hit. Oh mein Gott, Yuxi versucht alles Mögliche einzuladen. Lädt auch ganz schön viel ein. Und Disruptor wird rausgenommen. Und er hat noch ziemlich viel gerettet. Also, schöne Aktion, hatte leider nicht alles gerettet. Jetzt gibt's hier noch die Morphs von den Liberatoren und die können dann richtig ausrasten. Aber der erste Liberator fällt und die Bio-Armee von Yuxi ist nur noch ein kleiner Haufen hier. Und es sieht so aus, als wird Mana hier das 3:0 machen. Da kam der Liberator-Switch zu spät und die Disruptor, die hauen richtig rein. Also Mana hat auf jeden Fall sein Rezept gefunden hier gegen QXC, richtig stark gespielt und das sah